Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem neuen Let's Play bzw. Let's Replay. Denn das Spiel habe ich vor einigen Jahren schon mal gespielt und zwar ist das Tenchu 2. Ja genau, ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, Crash Bandicoot erstmal zu pausieren, weil ich noch immer richtig Lust auf dieses geile Spiel habe hier, Tenchu 2. Und ich bin nicht zufrieden mit meinem Let's Play von damals, weil da habe ich doch ziemlich verkackt und da wollte ich jetzt das mal ein bisschen wieder gut machen. Genau, also Tenchu 2 ist quasi ein Ninja-Spiel, wo man die Gegner quasi wegmeucheln muss, quasi, also unbemerkt bleiben. Und ich hatte das in meinem alten Let's Play so verschissen, dass ich da immer gesehen wurde und so ein Mist und. Das war nicht so doll. Okay, ich würde sagen, ich fange einfach mal an direkt hier. Start. Oh, ich glaube, die Musik ist gerade ein bisschen laut. Einen Moment, ich muss da gerade noch mal was einstellen. Ups, nein, das wollte ich jetzt nicht. Hier raus. Und es ruckelt auch ein bisschen. Habe ich das Gefühl. Ich mache mal hier die Musik ein bisschen leiser, so. Card. Das speichere ich einfach mal, weil ich will die gute Soundqualität haben. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, es ist leider die englische Version, weil ich habe die deutsche nicht mehr gefunden irgendwie. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal hier an mit dem Trainingskurs. Ja, da trainieren wir quasi direkt mal und wir starten mit Rikimaru. It is the age of the warring states. The old shogun has fallen, and samurai warlords fight savage battles for the right to hoist their flags over the great castles of Japan. But far from the battlefield, unseen and unheard, a different breed of warriors ply their deadly trade. Born in shadow, they will die as shadows. They are the ninja. Ja, genau, es geht quasi um die Azuma Ninja, die quasi ausgebildet wurden, um den Fürsten Toda zu schützen. Und das war quasi der ganze Inhalt von der Cutscene. So, ja, genau, das ist das erste Level. Naja, erstes halbe Level sozusagen, das ist ja nur Training. Ja, die Grafik ist halt eine typische PS1-Grafik. Ja, da sind die. Die Ninja-Familien quasi und fliegt der Vogel rum. Ja. You have learned much, but I would expect that from one raised from childhood to be an Azuma Ninja. Now it is time to complete your training. Come into my house. Ja, danke für die Einladung, aber oh, wie sieht das denn aus? Das ist ja nicht so doll. Wenn du trainiert hast, geh zu Shionsais Haus, das ist der Meister, und absolviere deinen ersten Test. Quasi. Genau. Haben wir jetzt hier. Die Steuerung muss ich erstmal wieder hier mir angewöhnen. Muss ich mal gucken. Also irgendwie kann man sich hier umschauen. Ich glaube, das war aha, ja, mit L1. Genau, das ist invertiert. Ich folge einfach. You must master the art of moving like a ninja. Climb up the stairs and practice as I instruct you. Okay, mache ich. Also der hat gesagt, wir sollen die Treppen hier hochgehen. Und dass wir quasi seine Anweisung befolgen sollen. Genau, das Springen. Das Kreis ist hier so Schleichen. Okay. Das Viereck ist mit dem Schwert schlagen. Und das Dreieck hier, das ist so ein. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Weil, diesen Angelhaken hier schmeißen. Genau. Nee, ich werde jetzt in der ersten Folge erstmal trainieren halt. Nee, wo ist denn jetzt hier der. Ach, da hinten ist der. Okay. Ich weiß noch einen Jump, genau den. Jawohl. Den kann ich noch. Und ich gehe mal da zu diesem Kristall. Always be aware of your surroundings. Stop and take a look around. L1, head towards ja. The marker and perform each exercise a few times before also moving on to the next. L1 Let's start with the basics. Take L1. Some short steps.
Short steps give you precise control as you move. Kreis? Ah ja, okay. A ninja must remain unseen. Ja, eins. Crouch low to the ground. You must be able to move while eins. Concealed. Ah, roll from a crouched okay. position mhm. to pass unseen. Ich hab's. Alles klar. A rolling Ui. Reverse from a crouch lets you change direction with speed and stealth. Eins und X. Now let's try jumping. Okay, jumping ja, ja, ich hab die. So be careful. Ich hab die Steuerung bald wieder. So, ja. When you need to go farther, use a big jump. Ja, den weiß ich noch hier, genau. Zack. Oh, wo ist denn jetzt hier der andere? Ach, da. Okay. Ja, Tenchu 2 ist wirklich eins. A ninja must use the terrain to his advantage. Practice sliding along the wall underneath the marker. Creep against the wall unterbrich mich nicht. You will then be able to see around it. Ja, genau. Tenchu 2 ist quasi eins meiner Lieblingsspiele auch. Also das spiele ich mich sehr gerne, auch wenn ich es verkacke. Ja, so. And press left and right to move. Ja, das ist quasi das, was ich hier gerade mache. So. X, also X ist springen, das ist klar. Dann würde ich sagen, ich muss diese ganze Steuerung hier nochmal lernen. Ich denke, das sollte klar gehen. Ah, ja, genau, man kann auch Falling Damage kriegen. Glaube ich zumindest. Aber, ja. Aber die Kampfsteuerung, die habe ich komischerweise noch. Also Doppelkreis mit Doppelkreis packst das Schwert ein und sowas, also das habe ich noch. Ich würde sagen, ich gehe einfach jetzt direkt zum Haus und probiere einfach mal meine erste Herausforderung quasi. Oder was ist das hier? Das nehme ich vielleicht noch mit. You must master the tools of the ninja. Ah ja, okay. Pick up the shurikens and select them. Ah, das ist ein Unterschied zur deutschen Version. Weil bei der deutschen Version haben wir hier diese Wurfmesser. Und hier in der englischen haben wir quasi diese Shuriken, diese Linie-Sterne. Ah ja, krass, okay. So. Once again. Wir sollen quasi die Shuriken da drauf schmeißen und das macht man mit Dreieck. Use your tools carefully. They can be the ninja's only true friends. Ja, das stimmt. Ich nehme die mal mit, ja. Bisschen klauen schadet ja nicht. So. Okay. Gut, soweit so gut. Genau. Ah, hier gibt es auch noch Kampftraining. Das mache ich vielleicht sogar noch, oder? Ah, oder bin ich jetzt schon hier an dem... Ah, nee, da ist nur so ein OP drin. Okay. Ah, nee, ich mache noch kurz das Kampftraining. Weil, ja, sehr wichtig. Cross the bridge and find your way into the bamboo forest to begin your weapons training. Daran erinnere ich mich noch. Genau. So, hier haben wir den. To attack an enemy, first draw your weapon. Ja, das weiß ich. Launch your attack. Practice on one of the bamboo trees. Man kann auch hier sich hinknien und so einmachen. Oder so einmachen, warte. Oder so. Ah, nee. Das war der Sprung. Oder so einmachen, genau. Das geht auch. So, und dann, da sind nämlich diese Typen. Ja, ist doch okay, ich hab doch hier... Remember to put your weapon away when you aren't using it. The ninja's greatest weapon is not a sharp blade, but a sharp awareness. If you pay close attention, you can tell what your enemy is feeling. Move with stealth and see if you can kill the enemies in the woods ahead with a single stroke. Ja, das stimmt. Also der Key, den wir da unten links sehen, das ist quasi die Gegneranzeige quasi. Fragezeichen heißt, der weiß nichts. Und wir können den mit einem Schlag hier so töten. Oh! Oh, da gibt es sogar Blut. In der englischen Version. Das hatte ich bei der deutschen Version auch nicht. Oh, das ist cool. Also nee, man muss sich quasi hier in dem Spiel nur anschleichen. Da ist der andere Typ. Geh zurück. So, was macht der da? Der steht da noch so rum, okay. So. Reicht das jetzt? Muss vorsichtig sein. So. Okay.
dann warte ich, bis der sich. Dreht er sich überhaupt noch mal rum? Das weiß ich gerade gar nicht. Ach, ich glaube, der dreht sich nur in zwei Richtungen, kann das sein? Oder? Ja, der dreht sich nur in zwei Richtungen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das da machen soll, dass ich den da meuchle. Jetzt. Okay, und? Nicht springen. A ninja must learn to be sensitive to the flow of ki around him. Ja, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung mich vertraut machen. Und zack, das kann man auch. Pack die Waffe weg. So, haben wir ja hier. So, gehen wir wieder zurück. Weil jetzt will ich wirklich mal ein Level anfangen. Weil das hier ist ja alles nur Geplänkel sozusagen. Ja genau, man sollte auch nicht ins Wasser fallen, weil das Wasser, das macht halt Geräusche und ist halt ziemlich laut. Ja, genau. Also, ich glaube da oben war das. War es nicht da oben? Da ist es doch, oder? Ist es das? Perfekt, das ist es. Okay, dann kommt jetzt erstmal eine Cutscene. Test my strength, Master. I am ready to be a ninja. You are strong, Rikimaru, but you have much to learn before you can be a ninja. Wow! Ich finde das Englische irgendwie viel geiler als die deutsche, keine Ahnung. Come back when you can survive as a ninja. Ja, genau. Das ist jetzt quasi die erste Prüfung sozusagen. Wir müssen auf Fallen aufpassen. Und ja, toll. Das ging jetzt ein bisschen schnell weg. So. Und langsam voranpirschen. So. Ah, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber das Problem hatte ich. Ah, das Problem hatte ich auch schon bei der anderen Version. Ah, genau. Dann sehen wir erstmal hier den Stealth Kill. Oh, da liegt das Blut von dem. Das ist ja geil. Genau. Wenn man in späteren Leveln kann man hier Items klauen von den Typen, das finde ich sehr cool. Und ja, ich glaube, wir müssen hier immer der Nase mal auf. Und möglichst nicht gesehen werden. Das ist die Schwierigkeit hier bei dem Spiel. Nicht gesehen werden. So, ich glaube, da unten ist einer. Hä? Ah ja, da ist der, okay. Wir müssen nämlich abwarten, bis der. Warte mal. Mal zurück, Rikimaru. Genau, es gibt Rikimaru, es gibt Ayame und es gibt Tatsumaru. Das sind diese drei Ninjas mit dem mit der verschiedenen Story. So, dann einmal hier von der Seite, ist auch cool. Zack. Genau. Ja, wie das Blut rausspritzt, das ist ein schönes Detail auf jeden Fall. Gefällt mir. So. Wie war das jetzt hier? Ah ja, genau. So, dann so reingucken. Ich glaube, da ist einer, genau. So, dann müssen wir jetzt abwarten, bis der sich richtig dreht. Uiuiui. Genau. Zack. Von der anderen Seite. Auch cool. Ah, ich mag das einfach mit diesen Killcams. Sozusagen. So, wie war das jetzt hier? Ah ja, genau. So, zack, weil da kommt nämlich. Ne, da kommt. Da war eine Falltür. Hier kommen jetzt Pfeile raus, das weiß ich noch. Zack. Genau. Und umschauen halt hier mit R1. Immer schön abwarten. Immer schön abwarten. So, ich probiere mal jetzt. Naja, das hat nicht geklappt. Schade. So. Ich wollte eigentlich einen Sprung von oben machen, einen Kill von oben. Aber das hat nichts gebracht. Ja, genau. Ich werde wahrscheinlich eine Folge, ich werde das probieren täglich aufzunehmen. Weil ich habe doch eine riesige Lust auf dieses Spiel. Das habe ich quasi seit 7 Jahren jetzt nicht mehr gespielt. Ja. So sieht's aus. Und
Naja, nicht seit 7 Jahren, aber seit 5 oder 6 bestimmt. Und ja, wie mache ich das? Ah, hier ist eine gemeine Stelle. Also da ist, seht ihr diese Bombe da? Hier links. Diese Bombe da darf man nicht rein, weil dann kriegt man Schaden. So, da ist der Typ. So. So, komm schneller, Ricky Maro. Ja. Nein, das war wieder die falsche Taste. Ah, ich muss die Steuerung noch. Da habe ich Glück gehabt. Ui. Oh, das sieht ja heftig aus. Krass. Das kenne ich gar nicht so mit dem Blut. So, ich muss die Steuerung echt noch ein bisschen lernen. Aber das kommt mit der Zeit, das ist ja normal. So, dann haben wir hier. So. War hier oben keiner? Ach nee. Was war denn hier? Hier war doch nichts, oder? Ah, genau, jetzt sind wir im Wasser. Ah ja, da kommt diese Musik. Wenn wir quasi hier. Ah nein, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich musste nämlich erstmal geradeaus und nicht hier hoch. Das ist das Problem, weil in jedem Level kriegt man auch einen Rang und ich habe den Typen da hinten eben vergessen. Das ist das Problem. Das werde ich offline nachholen. Oder ich. Ich weiß nicht, ich mache jetzt keinen 100% Walkthrough hier. Ich will einfach nur so gut es geht hier durchkommen mit euch. Ich will einfach nur nicht fehlen, weil das war schon echt krass im Let's Play. So, und dann langsam hoch hier. Und dann direkt runter. Genau, weil da ist nämlich ein Typ. So. Ja, den einen, da war nämlich ein Gegner beim anderen Weg und den habe ich jetzt vergessen. Es ist blöd, aber ist leider nicht zu ändern. So. Wenn man jetzt kniet. Ah, nein. Ja, genau. Zack. Das ist ein richtig geiler Move. So. Hier kann man auch mit Stil killen. Ich verstehe. Aber dafür, dass ich jetzt den einen da nicht gesehen habe, will ich aber auch hier möglichst nicht entdeckt werden. Da oben ist der nächste. So. Ah, ich traue mich noch nicht. So. Jetzt kann ich aber, denke ich mal. Und zack, zack. Jawohl. Sehr gut. Okay. Ja, manchmal hackelt das so ein bisschen. Das liegt daran, wenn der Platz nicht ausreicht. Sozusagen. Genau. Machen wir hier unten den. Das ist dann auch der letzte, weil da vorne die Tür, das ist das Ziel. So, aber ich traue mich jetzt noch nicht darunter zu springen. Das hätte ich im alten Let's Play, hätte ich das gemacht. Aber hier, im Let's Replay, nee, muss nicht sein. Man will ja auch einigermaßen gut aussehen, ne? So, was macht der da jetzt noch so lange? Ja, auch ein Problem, ne? Diese Geduld, die man hier haben muss, die habe ich nicht. Aber jetzt. Ich will den Kill von oben euch mal eigentlich mal zeigen. Ja, zack, das ist der Kill von oben. Das sieht auch ziemlich gut aus, finde ich. Und, dann würde ich sagen, Level geschafft. Ohne ein Item zu verbrauchen, ohne gesehen zu werden. Perfekt. So, you have survived the training. You are now an Azuma Ninja, Rikimaru. But you still have much to learn. I am honored to serve Master Shiunsai. Ja, die Cutscenes sind sehr laut, aber ja, Expert Ninja. Ich glaube, wenn wir den einen Typen noch gekillt hätten, hätten wir Ninja Großmeister, also Grandmaster, gekriegt. Aber das kann man jetzt leider nicht ändern. Ich hoffe, dass ich das jetzt erstmal speichern kann, weil ich mache in dem ersten Part 2 Levels. So. Das habe ich jetzt gerade so entschieden, weil nur dieses eine Level jetzt, das ist ein bisschen kurz.
Ich mache jetzt das zweite Level noch und dann nach dem zweiten Level mache ich quasi ein Level pro Tag. Genau. Thieves and mountain bandits have joined forces to prey on local farmers. They lurk in an abandoned village. Attack them by daylight when the bandits are gone and the thieves are sleeping. Yes, Master. Ah, die Bergbanditen, ja, ich erinnere mich daran. Aber ich frage mich auch, was so komisch aussieht. Ne, wir sollen hier. Ah, genau, vor jedem Level kriegen wir hier diese Itemliste. Und da können wir uns quasi Items raussuchen, wie viel wir wollen. Aber ich brauche eigentlich keine, ne? Doch, Shuriken. Shuriken brauche ich ein paar. Und ein paar Caltrops, also diese Krähenfüße. Weil wenn die Gegner da reinlaufen, dann machen die erstmal eine Runde. Quasi. So, starten wir. Ja, ich weiß nicht, warum die Cutscenes so laut sind. Das ist ein bisschen doof. Aber, ja, keine Ahnung. So, ich gehe erstmal hier oben auf das Dach. Genau, jetzt sind wir nämlich hier in diesem Bergdorf. Diese Dinger da, darf man nicht reinlaufen, weil da kann ich ja direkt mal zeigen, wenn ich hier reinlaufe. Dann klingen die und die Gegner werden dadurch aufmerksam. Das ist nicht so gut. Genau. Ich muss diese Steuerung muss ich erstmal. Also hier ist Knie wechseln, okay. Ja gut. Zieh schon mal deine Waffe. Ah, der steht. Ah, das ist gut. Ja, so sehen die Gegner hier aus. Und den kann man quasi mit einem Schlag killen auf eine brutale Weise. Weil der halt, ja, geschlafen hat. Ne? So, also wie gesagt, ich werde probieren, alle Gegner zu killen. Auch wenn ich weiß, dass ich das niemals schaffen werde, aber man kann es ja probieren, ne? So, das. Hier unten war doch irgendwo einer. Das weiß ich doch noch. Hier unten war einer. Jetzt verarsch mich nicht. So. Aber ich glaube, da oben auf dem Turm da ist einer. Schauen wir mal. Ja, da ist ein ziemlich hässlicher Bogenschütze. Genau, ah, ich traue mich jetzt da. Das traue ich mich nicht. Ich warte, bis der sich umdreht. So, Sekunde. Ich muss mal gerade hier mein Handy weg. So, weil sonst hört ihr die ganze Zeit, dass wir gucken, dass das wird. So. Jetzt können wir. Zack. Genau. Einmal Schwertchen im Nacken und dann ist gut. Ach, guck mal da unten, da. Was macht der denn da? Hat der geschlafen? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ach, geh weg, ich will da runter gucken. Oh, ne, ich sehe den gerade irgendwie nicht. Ich sehe den nicht. Wo ist der? Mensch! Das ist doch blöd hier. Da muss ich hier runterspringen. Oh Gott. Da ist er. So. Wie steht der? Warum steht der da in der Lücke? Normalerweise gehen die wieder zurück auf ihre Route. Naja, egal. So. Nein, 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 nein. So, hier ist Griechen. Oh, Mensch. Was ist das denn hier? Wer ist da? Ey, Alter, wie lange willst du jetzt noch hier dich in die falsche Richtung drehen? Ja, Geduld, Geduld. Das ist das Wichtigste, weil. Ah, nee, das geht sogar so, okay. Ich dachte, er sieht mich jetzt. Ah, der hat noch nichts. Wie gesagt, später kann man da Sachen klauen. Auch notwendig. Ich gehe mal hier hoch, wenn das geht. Ja, das geht. Ah, ich glaube, der kam von hier. Genau.
Also hier ist auch eine ziemlich miese Stelle, weil hier ist nur ein so ein Bürger, glaube ich, also ein Unschuldiger. Hier gibt es auch Unschuldige, die aber trotzdem irgendwie auf der Seite des Gegners sind, weil wenn die dich sehen, dann genau das meine ich. Wenn die dich sehen, dann werden die Gegner aufmerksam. Das ist irgendwie kein Verhalten für jemanden, der unschuldig ist. Genau, Select haben wir auch eine Karte. Hier. Die kann man quasi so on the fly aktivieren. Und ich frage mich, wo dieser Typ hier ist. Hier war doch jemand damals. Ah ja, da ist er. Da unten ist er noch. Traue ich mich das? Nee, nee, nee. Was? Oder? Doch, komm. Lauf. Lauf, yes. Geschafft. Okay, gut. Ich glaube, da oben ist der nächste. Oh, Lex. Okay, Lex gibt es hier auch anscheinend. Autsch, scheiße. Nee, das hat nichts gemacht. Oh, sorry für die Umdrehung. Und die Pause will ich jetzt nicht. Ich will noch gucken, wo hier die anderen Typen sind. So, was ist das? Wo ist der? Wo ist der? Au, oh, shit. Oh, scheiße. Oh Gott. Ist okay. Ist okay. So. Jo. Dann. Lauf, Rikimaru. Lauf. Oh mein Gott. Das war gefährlich, aber es hat geklappt. So, hier sind, glaube ich, jetzt keine Typen mehr hier hinten. Da ist nämlich nur diese Frau, genau. Diese Unschuldige. Weil die schreit dann, wenn die uns sieht, und das ist nicht so neu. Aber was haben wir hier noch? Nichts. Okay, alles klar. Ja, genau. Ah, da ist der nächste. Ah, ich muss vorsichtig sein. Guckt der hier hin? Nee. Ich weiß nicht, wohin der guckt. Ich gehe mal hinter ihn. Ah, dahin guckt er. Alles klar. Dann können wir den jetzt hier auch. Zack. So, dann haben wir hier noch. Es gibt nämlich auch Items in jedem Level. Genau, es gibt so Itemboxen. So, das sind so weiße Kisten. Wenn man die holt, dann gibt es ein Item. Also quasi ein Sonderitem. Nur wenn man den macht, dann kann man sich schnell umdrehen. So, aber ich muss jetzt mal gucken, wo die war. Weil die Itemkisten will ich auch eigentlich gerne sammeln. Ich glaube, die war da oben drauf. Ja, weiß ich nicht. So, zack. Gucken wir da drauf. Jawohl, da ist sie. Genau, Itemkiste. Das ist ein Gegengift und, also wenn man vergiftet ist, man kann vergiftet sein in dem Spiel. Und, bringt auch 20 Hitpoints. Also wenn wir gleich gegen den Boss kämpfen, es gibt ja auch Bosse im Spiel, ja, nach fast jedem Level, werde ich jede Medizin brauchen. Weil da kann man sich nicht verstecken, da muss man ein echter Mann sein, sozusagen, und kämpfen halt. Ja, genau. Und ich gehe jetzt erstmal hier hin, weil hier oben war doch... Hä? War doch das Ding von Ayame irgendwo. Also Ayame ist die zweite Ninja. Es gibt ja insgesamt drei. Und... Ah, da oben ist noch einer. Ja, ich würde am liebsten nämlich alle Leute hier töten. Genau, geh hoch. Und kill ihn. So, zack. Ja, sehr gut. Ich wurde noch nicht entdeckt. Sehr schön. Wenn man, wie gesagt, Großmeister kriegt, dann kriegt man auch ein neues Item. So, da unten läuft der andere, nächste Typ. Ja. Was macht der? Der geht nur wie so ein Schiller. Okay. Ja, dann springen. Ah, falsche Richtung gesprungen. Wenn er sich jetzt rumdreht, ne? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, okay. Ich glaube, ich muss nämlich hier lang. Aber hier war doch. Hier ist nämlich das
das Ende für Ayame, glaube ich. Da war doch hier oben. Da war doch ein Gegner, meine ich. Hä? Also hier haben wir hier so eine Box, okay. Hä? Bin ich jetzt doof? Hier war doch ein Gegner. Daran erinnere ich mich nämlich noch ganz gut. Da hat mich nämlich damals gesehen gehabt. Ja, hier ist das Ende für Ayame. Aber... Ach, hier. So, ach, die ganzen Move. Ja, keine Ahnung. Ja, da ist der Move. Genau, den habe ich doch gesucht. So, ich kann es noch ein bisschen. Aber der Gegner ist weg. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit dem ist. So, dann gehen wir weiter. Gehen wir durch jetzt. Ich muss nämlich auch langsam auf die Zeit achten. So, bei 10 Minuten kommt meine Frau nach Hause. Und da würde ich schon gerne fertig sein damit. So, alles klar. Da ist der nächste. Ich muss mich gerade mal an der Nase kratzen. So. So, und? Oh Gott! Oh, das war knapp. Das war knapp, ey. Mach schneller. Ja, Gott sei Dank. Noch nicht gesehen worden, okay. So. So. Wo ist der? Der Typ ist doch da oben. Ich weiß es doch. Da ist er doch. Genau. Der müsste mich hier eigentlich nicht sehen. Vor diesem Stein muss man aufpassen, weil wenn man da unten drauf geht, dann fängt der Stein an zu rollen und verletzt uns natürlich. Und dann werden die Gegner natürlich auch aufmerksam, weil wir dann halt schreien. Ja, so, und hier ist jetzt der Endboss. Uiuiui. Das kann was werden, weil die Endbosse hier sind schwer. Und bei der hakeligen Steuerung. Heavens demand retribution, and I will deliver it. Okay. Jetzt kommt der erste Endboss. Das wird schwer. Das wird richtig heftig jetzt. So, ich hau einfach mal raus. Ja. Und ich wechsle auf Schuriken. Zack. So. Zack, zack, zack. Genau. Und wieder Schuriken, Schuriken. Und Schuriken. Genau. So. Und da haben wir hier, zack, 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 und zack. Nein, das war springen. Nein, ich muss noch. Aber wenn man zurückgeht, dann kann man den Schlag abwehren. Genau. Und wir sterben jetzt. Komm. Nein, nicht mit deinem scheiß Gas. Nein! Oh, ich hasse das. Boah, ich muss aufpassen, ja? Ich muss auf. Ja, geschafft! Boah! Oh, das ging ja doch am Ende schneller als gedacht. Ah. Where are you? When I need you! Wait, please! Who are you? I am a shadow. I have no name. Die Stimmen im Englischen sind voll süß. Ich weiß auch nicht. Naja, das wäre dann auf jeden Fall das Level. Ja, Grandmaster geschafft. Yes, das ist sehr gut. Heißt auf Deutsch Großmeister. Wir haben alle gekillt. Also kein einmal normal Kill, 10 normale. Also 10 Stealth und nicht gesehen worden. So, next. Dann würde ich sagen, speichere ich nämlich jetzt erstmal ab. Und mache dann für heute mal Schluss, weil ich glaube, der erste Part und ja, überschreibt das. Ich mache auch hier vorsichtig nochmal einen Safe State, damit ich dann morgen weitermachen kann. So. Komme ich jetzt ins Hauptmenü oder? Ah, der rote Lotus. Ja, gut, okay. Das gucken wir noch eben. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir morgen weiter. The senior Lord Goda's death launched a vicious struggle for power. A series of battles and betrayals worse than any in Japan's blood-stained history. How? Lord Goda left all the power and glory of his title, the riches of his empire, to his son, Matsunoshin.
But Lord Gota's brother, a man named Motohide, believed himself to be the Empire's rightful heir. Motohide was able to bribe certain samurai to his side and immerse the Empire in civil war. Gota family advisor, Sekiya Naotada, responded the only way he could. He called for the Azuma Ninja. Ja, wie gesagt, das ist blöd, dass ich jetzt nur noch die englische Version gefunden habe, aber ich hoffe, ihr könnt es verstehen einigermaßen. Also es geht da quasi um den Krieg zwischen Gota und Toda, sozusagen. Und deswegen wurden die Azuma Ninja jetzt zu Fürst Gota, glaube ich, gerufen. Genau. Und ja, da können wir dann morgen weitermachen. Jetzt kommen so viele Cutscenes noch. Rikimaru, Master Shionsai calls us. On my way. Meister Shionsai, ja, das ist der... der Opa mit dem weißen Haar. What are you two doing here? Genau der. My students, rebellion has broken out in the house of Gota. Our honorable Lord Gota is in danger from his own uncle, Sire Motohide. If the Lord we serve falls to a dishonorable traitor, we, Azuma Ninja, will stand for nothing. Go to Gota Castle and protect Lord Gota with your lives. This is the ancestral sword, Izayui, the spirit of the Azuma Ninja. Tatsumaru, it is yours. Today, you replace me as Master Ninja. May honor guide your hand. Master, but... No! The powerful must know when to pass along their power. As you three graduate to new roles, I also ascend. Very well, Master. Yes, Master. Ja, Tatsumaru ist jetzt quasi Ninja-Meister geworden, weil er schon zu alt ist, quasi. Das war der Typ in der Mitte, hat er, glaube ich, gesehen. Oh. Please, don't kill me. We're here to help. Oh, thank goodness. His lordship is still inside. So are Lady Kay and Princess Kiku. Let's go! Ayame, find Lady Kay and the princess. Rikimaru, come with me. We must rescue Lord Gota. Genau, sie teilen sich auf, um Fürst Gota zu finden. Also ich versuche ein bisschen zu erklären. Wait. Rikimaru, go find his lordship. I'll catch up later. Genau, ja. Wie gesagt, das, die gehen quasi jetzt in das Schloss von Gota quasi rein, also von ihrem Auftraggeber. Und, genau, wollen ihm helfen und seiner Tochter und seiner Frau auch. Aber das, würde ich sagen, Freunde, sehen wir morgen. Wir sehen uns morgen hier wieder bei dem Screen. Und, ja, genau. Dann machen wir jetzt erstmal Schluss für heute. Weil es ist schon 6:30, glaube ich. Genau, ja. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde mich mal über Feedback freuen, über das Spiel an sich und über das Projekt selber. Wie ihr das so findet. Und genau, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns morgen wieder, hoffe ich. Dann bis dahin, ne? Tschüss.